wir vielleicht, ja, weiß nicht, sieht man wahrscheinlich nicht, aber wir gehen gerade den Weg wieder zurück, um an derselben Stelle wieder in den Fluss zu kommen, weil wir eigentlich den Plan hatten, mit zwei Autos die Strecke dann halt einmal hinzugehen und wieder zurückzufahren. Das funktioniert allerdings nicht, weil ein gewisser jemand seinen Autoschlüssel in meinem Auto vergessen hat. Sprich, wir gehen jetzt wieder zurück, weil ja, da beide Autos sind. Also da ja. Der Autoschlüssel ist und ich, ja, ne? Genau. Leuchtet ein, denke ich. Wir müssen also leider den Weg... gehen wir den Weg also doppelt. Wir gehen den, genau. Aber gut, ich meine, andere Seite, vielleicht ist das ja auch ganz interessant. Ist jetzt so, kann man nichts daran ändern und ist ja auch nicht so wild. So. Jo, den hab ich. Top. Nicht. Ja. Gut. Sind wir da lang geklettert? Ja. Alter Schwede, was ist das denn? Morgen Neustart. Über. Hier? Ich kann dir auch sonst einen Schlüssel geben. Also ich stehe hier gerade relativ stabil, so ist das nicht. Ja. Die Frage ist. Oh, Alter. Willkommen im Club. Oh, das war mein Gesicht. Oh, Junge. Ich glaube, ich. Oh. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätte ich meine Rippe gebrochen. Ja, das hoffe ich nicht für dich. Oh, nee. Ich muss kurz schieben. Ja, nimm dir den Moment. Ich ja. Ich schon mal eine Alternative. Das ist tief. Oh, stecke ich hier auch noch fest? Was? Wo rutsche ich? Wir müssen weg. Das ist halt nicht gut. Oh, Alter, das ist nicht cool hier zu sein gerade. Alter, was? Von wo bist du denn? Hier rutsche ich auf jeden Fall ab. Das hier geht gar nicht. Ja, sonst versuch doch erstmal da vorne wieder richtig an Land zu kommen. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe meinen Stock da reingestochen, damit mein Fuß nicht wegrutschen kann. Wo hast du den reingestochen? Da, wo das Loch ist. Da, wo wir ausgerutscht sind? Ja. Ach, schön. Jetzt brauche ich eure Tipps, bitte. Jetzt geht noch was geht. Da musst du dich verankern, oben rechts. Hier. Ja, genau. Wo es halt stabil ist. Dann irgendwie. Da gucken, ob. Ja, genau. Dann da kannst du da treten, musst halten, damit du bleibst. Und dann schnell umgreifen und schnell um. Oder umtreten, wie auch immer. Genau. Wohin? Irgendwo hier oder da. Ist egal, glaube ich. Das ist safe. Warte, ich brauche jetzt. Genau, jetzt musst du gleich wieder einen Schritt weiter. Ich kann mal kurz selber gucken. Ja, ich hab's. Oh. Oh Gott, Alter, was? Oh, Junge, ich bin fast durchs Gebüsch ins Wasser geflogen. Das wäre verdammt scheiße gewesen. Ich glaube, dann wäre ich umgedreht und übers Feld, Alter. Hä?
kann gut sein. Sind wir sicher gerade? Oh, nee. Ja, doch. Darum. Ja? Ja, okay. Krass. 100%. Entschuldigung? Nee, nee, nee. Ja, irgendwie ist das schon... Ah. Oh, der Stock ist aber nicht so. Hier ist noch einer, quer. Das Flugzeug sucht uns. Ich weiß auch nicht. Weil ich keinen Bock hatte, hier auf den Knien zu laufen. Warum auch immer, frag mich nicht. Aber hier geht's halt auch schon wieder runter. Ey, hier ist noch so ein Schild. Laufen wir gerade im Kreis? Hm? Boah. Was ist das hier? Äste. Ja, die Frage ist jetzt... Junge! Hier kannst du... Ach, hier ist der, ja doch der Whirlpool. Ah, doch, wie will ich. Weiten Boden. Ja, die haben relativ am Anfang, ne? Ja, aber da freue ich mich halt echt drauf. Ja. So richtig Schadenfreude, ne? Ja, Lehm. Das ist das, wenn man halt vorgeht, hat man die Last. Ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen tiefer hier. Gott sei Dank. Ich mag die tieferen Stellen viel lieber. Ja, es wird ein bisschen. Oh ja. Viel geiler. Oh ja, es wird tiefer. Ja, es geht noch. Nee. Es geht noch. Was ist hier los? Ach, seid ihr komplett untergetaucht? Ja, ach, da drunter her. Gesicht da wegen oben lassen, aber du musst schon die Ohren gehen runter. Ja. Disgusting. Disgusting. Aua. Aua. Er hat die Grenze zerlegt. Jungs, du hast dich ja voll zerlegt gerade. Hast du ja vor Freude einfach ins Bein geschossen oder was? Oh, ich weiß es nicht, auch keine Ahnung. Es hat... Lass, ey, weißt du, was das Problem ist? Du kennst meine Blicke nicht, wenn ich nachdenken muss und über mich rette irgendwie. Das sind meine Blicke ja, dann. Ja, deswegen. Ja. Ist er. Was ist denn hier noch? Auch zu wow. Ey, hier ist noch einer. Oh, hier ist jetzt schon wieder heftig einsacken der. Obwohl, ja. Einsackung mag ich. Nee, es geht aber. Es geht. Oh Gott. Ja, ich glaube, wenn du dich relativ schnell bewegst, dann geht das. Ja, dann bleib dran. Bleib dabei. Noch nicht muss das jetzt. Also so viel ist das glaube ich gar nicht. Aber es ist halt trotzdem wahrscheinlich ultra räude. Ich bin hier gerade nicht den Weg. Away. Was? Scheißegal, oder? Komm, es bringt doch alles nichts. Boah, ich nehme jetzt alle Hops hier, Alter. Bei Daniel ist der Gomme-Mode angegangen. Es ist scheißegal. So, es geht sogar hier durch. Das ist, den kannst du relativ gut runterdrücken. Oh, da geht's doch schon direkt weiter. Hier. Hier kannst du dich auch so halb draufsetzen. Ja. So ungefähr, oder? Siehst du das
ist der Fluss nicht so gewöhnt? Nee. Nee, nee. Aber dann müsste ich jetzt wieder in die Richtung gehen. Nee, noch nicht. Wo bist du denn, Alter? Was doch? Da geht er einfach ran. Merkst du selber? Ich hab auch nichts. Wofür kannst du denn jetzt nichts? Werden wir verrückt oder was wird das hier? Kommt diese Gerade. Dann kommt die Treppe. Und dann wird alles gut. Ja. Oh ja, jetzt wird's hier. Oh ja. Wir schwimmen jetzt. Ich bin eine Boe hier. Bist du auch eine Boe? Ich bin eine Kegelrobbe. What? Ich schwimme nicht, ich gehe. Du gehst? Ja. Oh jo, ich kann auch noch ein bisschen gehen. Oh. Warum schwimme ich? Was einfacher ist, wenn du nur den Senkrechten rumpfst. Eine Ballerine, ne? Oh, was ist das denn? Ja, die kommt noch nach der Sprungstelle, ne? Ja, ja, die kommt jetzt dazwischen. Dazwischen? Jetzt fängt's an, jetzt gleich fängt's an, ja. Ne, jetzt gleich fängt's an und da gehen wir schon gar nicht mehr hoch. Hä? Nee, die Treppe ist davor schon. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Warum nicht? Ich will nur nachreden. Meinst du nicht? Am oh ja, jetzt wird's instinktiv. Ja, instinktiv tief. Ja, es ist sehr instinktiv tief. Hui! Jetzt checkt sich vorher rein zu gemütlichen. Aber ganz entspannt, Jungs. Schwurbelt man ganz entspannt. Geht das auch? Jo! Ja, gut, Alter. Ja, mit deinem komischen Rucksack kannst du das machen. Los, Stock. Rudern. Ich mach's jetzt. Und rudern, und rudern. Ja. Rudern. Ja. Du weißt, das bringt wahrscheinlich nicht so viel. Das ist eine Lüge. Nee, ich glaube, ich das nicht hören. Sogar kein. Okay. Genauso schnell wie du, dein Maul. Ja, jetzt hast du mich gehabt, Alter. Ja, mit Schuhen Entschuldigung. Eine ganz andere Nummer, ne? Ja, das ist irgendwie interessant. Mit was? Kommt da gar nicht so gut voran. Mit was? Mit Schuhen. Allgemein mit Klamotten finde ich ja, das sehr schwer. Schuhe machen das aus irgendeinem Grund mega schwer. Ja, weil ja. Ich weiß nicht, gar nicht so diesen Antrieb kriegst. Ich weiß nicht, was es an der Anatomie des Fußes ist, dass es so vor allem, wir schwimmen jetzt, einen Unterschied macht, aber... Vor allem, wir schwimmen jetzt voll in die Strömung rein. Das ist... Ja, das macht es jetzt nicht einfacher, ne? Ja. Aber wir müssen kämpfen! Also, ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht vorwärts. Ja, richtig. Oder sage ich jetzt, ich verabschiede mich von meinem Stock, weil das vielleicht sinniger ist. Ich bei der Stromschnelle haben. Ja. Oh, ich hab die weggetrieben, Alter. Das ist halt mal ein bisschen mit Konzentration. Oh, scheiße, drauf, komm. Ich bin mit 3 Stunden drin. Ja, ich hab meinen fallen lassen jetzt. Kein Bock drauf. Verdammt. Das ist verdammt schwer, Alter. Ja, das Leben gehackt. Ich hab den Gärtner. Junge. Ist nochmal richtig Schwimmkurs heute. Jo. Das ist echt so. Cardio ist da. Das heute locker auch mehr verbrannt, als ich gestern gegessen habe. Sag ich euch so, wie es ist. Oma hat heute schon gut aufgetischt. Ich wäre da ganz vorsichtig. Wir haben es aber gleich. Nicht mehr weit. Sag mal, was hier für Wellen entstehen. Alter, was? Okay, Leute. Er hat seine Loot gedroppt.
Jetzt gibt's aber einen. Ich treibe zurück, Alter. Wir brauchen einfach nur einen Stockträger, das ist okay. Gib dem doch sonst. Alter, ist das eine Nummer. Jetzt stell dir vor, du bist in der richtigen Strömung. Ja. Da fliegst du, du kannst ja nicht gegen anschwimmen. Leute, merkt euch das, schwimmt nicht gegen die Strömung, das bringt gar nichts. Wir haben es jetzt trotzdem geschafft, aber... Das ist ja auch ein Pillebach hier. Also, wenn ja. Jetzt mal in eine Rheinfalt oder eine Mosel, dann... Ihr habt da Wellenbrecher hier. Geh mal rechts lang, das weniger. Das Ding ist, es gibt kein Ding. So, jetzt müssen wir hier rein. Wie soll ich das machen? Ja. Oh. Junge, ist das Beinarbeit? Alter, die Beinarbeit hier drin, das war Kämpfen. Das war richtig, das ist. Boah, meine Oberschenkel, Alter. Eigentlich ein geiles Ende. Ja, nochmal so richtig schön nochmal richtig durchgezogen, ne? Auch wenn das jetzt echt nicht krass aussieht, ne? Das ist verdammt stark. Vor allem Stock ist halt, glaube ich, noch eine große Hilfe, echt. Ja. Aber. Ja. Ja, vor allem, ich habe mich auch gerade die ganze Zeit, ne? Musste gucken. Steine ja. Packen, Alter, da ist keiner. Jetzt. Letztes Mal mein Vertrag war also mit möglichst wenig. Nur mit den Beinen möglichst im Wasser, weil das treibt ja auch wenig in mir drin. Ja, das war von den Beinen her ultra schwierig. Ja, das geht schon ja und das schwimmt vorher noch gegen den. Aber das ist eine Sportaktion. Ja, beim Ende, den Ausstieg konnten wir leider auch nicht mehr filmen, weil da dann der Akku leer war. Aber gut, ich sag, ihr habt jetzt schon mal einen Einblick davon bekommen, ein bisschen was gesehen. Eine kleine Tour haben wir euch dann zwischendurch dann mitgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß an dem Tag. Ja. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Generell auch die, also wollt ihr auch, dass wir mehr rausgehen, vielleicht mehr Touren machen? Findet ihr die Videos, wie sie jetzt gerade sind, in Ordnung? Habt ihr andere Ideen? Was hättet ihr anders gemacht? Was würdet ihr vielleicht noch machen wollen? Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt doch gerne ein Like. Über einen Kommentar würden wir uns, wie gesagt, freuen. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, könnt ihr auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.